Barcamps selbst gibt es seit Mitte der 2000er Jahre und die sind auch als sogenannte Unkonferenz bezeichnet. Das heißt, die Location steht, die Teilnehmer stehen und die Zeiten stehen. Aber die Themen werden von den Teilnehmern am Tag selbst miteinander basisdemokratisch entschieden, abgestimmt und dann durchgeführt. Und das ist auch das Schöne am Barcamp, es ist ein offenes Format und man kann dort Vorträge halten, man kann Themengespräche, Werkstattberichte, was auch immer durchführen. Das ist das Schöne, es ist halt spontan, offen und dynamisch. Jedes Barcamp ist individuell organisiert. Am Beispiel unseres, das Mitteldeutsche Barcamp, läuft so ab, dass man einmal normal Tickets kaufen kann, natürlich auch immer gerne spontan vor Ort kommen kann und damit ist eigentlich schon alles getan. Man kauft die Tickets, man taucht auf und man nimmt teil. Das ist das ganz Wichtige. Man ist nicht nur passiver Empfänger, Rezipient wie bei einer Konferenz, sondern man ist nicht nur Teilnehmer, sondern auch Teilgeber. Man ist dabei, man gibt was, man nimmt was. Es ist ein stetiger Austausch und ein gegenseitiges Ergänzen. Barcamps haben den Vorteil, dass es sie zu allen Themen gibt. Allein unser Barcamp, das Mitteldeutsche Barcamp, hat Teilnehmer, die sind Studenten, Azubis, die sind schon gestandene Unternehmer, die sind Amtschefs, die sind normale Mitarbeiter, die sind auch manchmal einfach nur interessierte Leute, die halt sagen, das Thema reizt mich, worüber gesprochen wird und da möchte ich halt teilnehmen. Also es ist wirklich eher themenbezogen, nicht so sehr statusbezogen. Das Barcamp in diesem Jahr dreht sich um den digitalen Mehrwert. Wir stellen genau diese Frage, wo bleibt der digitale Mehrwert? Das Ergebnis beim Barcamp sind immer mindestens die Kontakte, die man knüpft, auch die Ideen, die man vielleicht auch zusammen entwickelt. Ich kann es selbst sagen, einer unserer Teilnehmer hier heute hat ein Projekt vorgestellt, das er selbst auf einem Barcamp entwickelt hat. Also Barcamp als Denkfabrik, als Think Tank. Auch sehr, sehr gute Variante, da was zu machen. Also mindestens als Ideenschmiede ist ein Barcamp immer eine sehr, sehr gute Sache. Genauso halt auch zur Entwicklung von Projekten, von Produkten, für so ein erstes Feedback. Dafür sind Barcamps gedacht. Daher auch der Name. Es ist ein Camp, was quasi an einer Bar gemacht wird. Aber das hat eben dieses Prinzip, dass man halt in einer entspannten Atmosphäre miteinander Ideen entwickelt und Projekte entwickelt. Im Barcamp selbst gibt es überall eigentlich. Es gibt auch verschiedene Kalender und Eintragungsmöglichkeiten für Barcamps, also auch Barcamp-Übersichten, Listen. Unser Barcamp selbst, das Mitteldeutsche Barcamp, findet jedes Jahr im September statt. Details finden sich immer auf unserer Webseite unter der-seminar.de und dort dann der Barcamp-Reiter. Mit dem Mitteldeutschen Barcamp haben wir in Halle an der Saale, im wunderschönen Hauptbahnhof hier, gestartet. Aber perspektivisch wollen wir, daher auch der Name Mitteldeutsches Barcamp, natürlich auch andere, erstmal große Städte, aber vor allem dann auch später der ländliche Raum, dort halt stärker präsent werden und das Ganze wirklich als wie eine Art pfalzfahrende Wanderer halt in jedem Jahr an einem anderen Ort das Ganze abhalten. Wir haben halt in Halle begonnen, weil wir selbst das Unternehmen hier in Halle unsere Wurzeln haben und auch einfach unsere Stadt lieben und deswegen auch einfach wir es vermisst haben, dass es dort jahrelang kein Barcamp gab und kein vergleichbares Format gab. Aber wir wollen natürlich in alle anderen möglichen Richtungen gehen und da auch alle Leute eingeladen. Wenn ihr mal das Mitteldeutsche Barcamp bei euch ausrichten möchtet, kontaktiert uns dazu einfach.